Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Heute zu einem prominent getrennt Video. Es ist noch nicht die erste Folge, so viel möchte ich auf jeden Fall mal direkt zu Beginn sagen. Die kommen nämlich erst morgen online, aber da könnt ihr euch dementsprechend schon mal drauf freuen. Ich freue mich natürlich selbst auch und ich dachte mir, vorab schauen wir uns vielleicht mal an, wer hier eigentlich nochmal alles dabei ist. Es gibt natürlich viele Leute, die kennen wir schon, ne? Viele Altbekannte, auf die freue ich mich auch, und auch neue Leute, die ich noch gar nicht kenne, wer das überhaupt ist. Und deswegen dachte ich mir, das schauen wir uns einfach mal noch zusammen an. Da gibt es ja nämlich so, ich glaube, das ist bei TikTok und das wurde dann in die Story gepostet und da, ja, werden die Leute nochmal irgendwie vorgestellt. Tja, ich würde sagen, wir gucken mal, auf wen wir uns da morgen freuen können. Und die Reaction übrigens, die wird, ich bin mir noch nicht ganz sicher, entweder am Nachmittag kommen oder am Abend. Also ich weiß noch nicht genau, wie ich es hinbekomme, aber auf jeden Fall am Dienstag. Mein Name ist Mark Robin, man kennt mich aus der vierten Staffel Temptation Island und ich bin hier, weil ich gewinnen möchte. Wenn man mich als erstes googelt, kommt wahrscheinlich irgendwas von wegen Michelle, diejenige, die betrogen wurde, und das habe ich richtig satt. Deswegen will ich das hier unbedingt ändern. Also wenn man mich googelt, erscheint auf jeden Fall nichts Positives. Wahrscheinlich irgendwas mit, keine Ahnung, wollte ihn reinstecken, toter Winkel oder... Also ich glaube, die ersten Sachen, die mir in den Kopf kommen, wenn ich Mark Robin höre, dann auf jeden Fall Laura und toter Winkel. Das würde ich sagen, sind so die drei Dinge, die mir als erstes in den Kopf kommen. Also da bei denen, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wir haben uns getrennt, weil der gute Herr meinte, mich in einer TV-Show zu betrügen. Drei Eigenschaften, die ich an ihr geschätzt habe. Ach komm. Das ist die schlimmste Frage, was du mir stellen kannst. An Michelle habe ich geschätzt, dass sie sehr witzig ist. Sie hat mich genommen, wie ich bin. Sie war mein Ruhepol. Und sie ist ein sehr, sehr lieber Mensch, wirklich. Also ich habe selten so einen lieben Mensch wie Michelle kennengelernt. Wisst ihr, was irgendwie lustig gewesen wäre? Nein, eigentlich ist es nicht lustig, aber irgendwie auch schon. Er hätte jetzt sagen müssen, dass sie immer treu war. Das wäre doch ein guter Punkt gewesen. Okay, schnell weiter. Freundlich? Ich weiß. Oh, okay, aber es ist auch kein Wunder. Es ist wirklich kein Wunder. Also ich meine, was soll sie noch Positives für ihn übrig haben, ja? Freundlich. Geil. Wisst ihr, das Ding ist, egal was an Beleidigungen oder irgendwelche schlimmen Sachen gekommen wäre, wenn ich er wäre, ich würde nicht so schlimm finden wie freundlich, weil das ist so das Oberflächlichste, was es gibt, und einfach so ein Zeichen, dass die andere Person gar nichts mehr für einen übrig hat. Weiß es nicht, keine Ahnung, wirklich. Wut ist zu sehr da, ich kann nichts Gutes über ihn sagen. Okay, die Wut ist auf jeden Fall noch da. Erstens Untreue, zweitens Unehrlichkeit und drittens Idiot. Unsere Stärke, das sind klare Worte. Ist, dass wir das Team sind, das bin ich mir sicher, ist unsere größte Stärke. Das soll erstmal einer mitmachen. Michelle und ich verstehen uns eigentlich blind. Ich glaube, wir verstehen. Also ob die so das Top-Team, ich weiß halt nicht, ne? Von ihr klang das jetzt nicht so begeistert eigentlich. Oder nicht so, als hätte die jetzt so voll so ein wieder irgendwie. Also ich meine, wie soll man dann auch eigentlich ein gutes Verhältnis wieder zu der Person finden? Aber ja, das, also bei denen, da bin ich echt sehr, sehr, sehr gespannt. Unsere größte Schwäche ist wahrscheinlich, dass wir beide eine sehr kurze Zündschnur haben und gerne mal an die Decke gehen. Das klingt gut. Dass mein Vertrauen mittlerweile bei ihm so gebrochen ist, dass ich Angst habe, dass ich ihn in den Spielen nicht mal mehr vertrauen kann. Taktik haben wir keine, da ich seit 1,5 Jahren nichts mehr von Michelle gehört habe und auch umgekehrt. Ich baue darauf, dass sie genauso entschlossen hier reingeht wie ich, dass sie mit genauso viel Ehrgeiz hier reingeht, und dann schaffen wir das. Ich würde mal behaupten, ich bin's Köpfchen und er ist so der... Der Rest. Der Sportliche. Wir gewinnen prominent getrennt, indem wir einfach wir selbst sind, mit Spaß an die ganze Sache gehen. Puh. Mit ganz viel Glück. Mein Name ist Stefanie Schanzle, man kennt mich von den Hot Banditos, ich bin dort Sängerin seit 2014. Ja, mein Name ist Silva Gonzalez, man kennt mich von den Hot Banditos, ja, ich bin prominent getrennt, und deswegen bin ich hier. Ja. Also jetzt ganz kurz mal bei den beiden, das waren zum Beispiel welche, also ich, es kann natürlich auch wieder sein, dass ich jetzt wieder der Einzige bin, aber ich glaube von den
wie heißen die noch? Ich hab, da ist wirklich jetzt keine Absicht. Hot Banditos, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob die, sind die so bekannt vielleicht unter dem Namen, aber keine Ahnung. Also ich kenne die beiden noch nicht. Das sind jetzt eins dieser drei Couples, wie gesagt, die ich halt noch die von denen gehört hatte. Ja, Stefan und ich haben uns getrennt, weil ja, gewisse Umstände dazu ja, gekommen sind. Einbruch etc. Deswegen. Einbruch? Wegen einem Einbruch getrennt? Also meinte er jetzt so einen Einbruch in eine Wohnung oder Einbruch, Einbruch der Gefühle oder das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Hausmann, mit drei Kindern ist es ziemlich schwierig im Alltag mit einem Chaosmann. Dann, ja, also einfach wenig, also die Liebe zueinander ist so auf der Strecke geblieben. Drei Eigenschaften, die ich an Silva sehr geschätzt habe, sind Temperament, Power und Fürsorge. War ihre große positive Art und Weise, dieses kölsche Frohnatur, diese gute Stimmung, die sie hatte und ja, diese Fröhlichkeit. Also das schon sehr. Unsere Stärke als Team ist, dass wir es gewohnt sind, zusammenzuarbeiten und als Team zu funktionieren. Ja, aber das stimmt schon. Also die sind ja wirklich so quasi ein Team, ne? Und ich glaube, das könnte ihnen wirklich zum Vorteil irgendwie werden. Also das, da würde ich jetzt zum Beispiel mehr Potenzial vom Teamwork her sehen als bei den beiden davor. Die Schwächen können sein, ja, dass wir körperlich ich sehr schwer bin, sie sehr leicht. Das kann vielleicht bei der einen oder anderen Geschichte vielleicht zum Nachteil sein. Na, was geht? Ich bin der Nico. Wann kenne ich mit dem Tischnall in Staffel 4? Hey, mein Name ist Gloria Klumas. Ihr kennt mich von Temptation Island. Wenn ihr mich googeln würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich mich auf einem Pferd sehen. Nico ist blank gezogen, Nico ist blank gezogen und Nico ist blank gezogen. Warum wir uns getrennt haben, ist, weil wir uns richtig, richtig viel gestritten haben und es einfach nicht gepasst hat. Also das klingt ja gar nicht nach denen. Also das war ja gar nicht der Eindruck, den man bei Temptation schon hatte. Aber bei denen, ich glaube, ich weiß nicht, bei den anderen, es gab natürlich bei vielen so ein bisschen die Gerüchte, ne, dass sie sich halt nur dafür getrennt haben. Aber bei den beiden am meisten so. Ne? Also ich meine, Mark, Robin und Michelle, die können wir auf jeden Fall mal ausklammern. Das war wahrscheinlich nicht geplant bei Temptation, um dann hier mitzumachen. Aber bei den beiden, ja, da haben das zumindest viele Leute behauptet, ja? Sagen wir es mal so. Also eine Stärke von uns als Team ist, will ich jetzt einfach mal so sagen, meine Intelligenz. Dann eine sehr gute Stärke von Nico ist, dass er extrem sportlich ist, also wirklich richtig stark. Und gerade bei Sportsachen, da wird er wirklich gut sein. Ja, das ist so kräftig, und sie ist schlau. Und das kann so gut matchen, würde ich sagen. Schwäche, ja. Ja, scheinbar halt nicht stark genug, um den Wind hier aufzuhalten, leider. Schade, dass es so laut ist dadurch. Dass, wenn ich was sage, sie hört mir nicht zu. Das kann ein Problem sein, ja. Die drei Dinge, die ich am Nico am meisten geschätzt habe, war als allererstes, dass er mich wirklich sehr geliebt hat. Dann seine liebenswerte Art und seine grünen Augen. Richtig gut fand war ihr Herz, Charakter und warte was. Ich weiß nicht, aber geht das nur mir so? Ich finde das Fall wirklich schlimm, wenn die Leute dann nicht mal mehr solche Eigenschaften aufzählen können. Weil ich glaube, das Problem ist weniger, dass man die vergisst, weil positive Eigenschaften, die bleiben einem ja eigentlich schon irgendwie in Erinnerung. Aber ich glaube vielmehr, dass man dann manchmal oder dass manche vielleicht später irgendwann mal checken, so wirklich positive Eigenschaften gab es vielleicht gar nicht und man hat nur gedacht, es gäbe die. Wisst ihr, was ich meine? Das Gefühl habe ich da auch manchmal. Ich kein Rezept. Ja, einfach machen. Ich bin Malisa, der ein oder andere kennt mich vielleicht aus der Serie Berlin Tag und Nacht oder von der Reality Show Temptation Island oder Couple Challenge oder vielleicht von dem Podcast Blitzlichtgewitter, wo ich Moderatorin bin. Also bevor wir zu Fabio kommen, ich habe absolut nicht gewusst, dass ich schon mal bei Berlin Tag und Nacht dabei war. Fabio, ja, haben wir ja auch momentan bei Dating Naked dabei.
worauf ich ja nicht reagiere, aber Fabio auf jeden Fall auch immer mal wieder jetzt zu sehen. Ne, Germany Shore jetzt prominent getrennt und wie gesagt Dating Naked läuft auf jeden Fall. Ich bin Fabio, 28 Jahre alt, wohne in Berlin und bin ursprünglich Italiener. Man kennt mich von der dritten Staffel Temptation Island und Are You The One. Fabio und ich haben uns getrennt, weil wir irgendwann gemerkt haben, dass es nicht mehr passt. Wir hatten mehr schlechte Zeiten als gute Zeiten und dann haben wir uns irgendwann nur noch gestritten und in einem Streit hat Fabio quasi auf Instagram die Trennung bekannt gegeben. Ich habe es dann durch Instagram erfahren und für mich ist es so, wenn einmal Schluss ist öffentlich, dann ist Schluss. Ich mache mich nicht zum Hampelmann, auch wenn er mich dann auch nochmal zurückhaben wollte, aber seitdem sind wir quasi dann getrennt. Ich habe mich von Malisa getrennt, weil ich mich nicht mehr wohl in der Beziehung gefühlt habe. Ich war apathisch, ich war nicht mehr ich und ich brauchte irgendwie wieder mein Lächeln und das habe ich jetzt gefunden. Also mal ganz kurz dazu, da will ich mal Werbung machen und zwar für die Eating with my Ex Folge, die ist natürlich auch online und also bei den beiden glaube ich auch, da wird es auf jeden Fall krachen. Wie gesagt, schaut euch die Eating with my Ex-Folge an, die einfach eingeben, dann kommt die bestimmt. Ich denke meistens immer nicht daran, Sachen zu verlinken. Deswegen, ja, guckt am besten einfach auf dem Kanal nach. Findet ihr aber auf jeden Fall. Und da hat man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen. Also viel besser noch als hier jetzt, was bei denen so das Problem war oder die Probleme waren. Und ja, also da, glaube ich, wie gesagt, da wird es auf jeden Fall auch mal das ein oder andere mal knallen. Drei Gründe, die ich immer sehr an Fabio geschätzt habe, waren, dass er immer für mich da war. Ich konnte mich immer auf ihn verlassen. Wir hatten denselben Humor und konnten über alles sprechen. Und er war einfach mein Zuhause so. Das war eigentlich bisher das Schönste, was wir gehört haben. Ist ihre Organisation bei der Arbeit und so. Sie ist sehr organisiert. Sie hat auf jeden Fall ein Ohr. Sie hört gerne zu, wenn man Probleme hat. Und sie ist kuschelig. Ich glaube, unsere drei Stärken als Team sind, dass Fabio super, super sportlich ist und ich aber das mehr im Köpfchen habe. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall gut funktionieren als Team. Wir haben leider keine Taktik, weil Fabio und ich seit circa einem halben Jahr gar keinen Kontakt zueinander haben. Er hat mich überall blockiert und deswegen, we will see. Aber ich kann mir gut vorstellen, sobald wir uns sehen, dann werden wir schon wissen, was zu tun ist. Wie wollen wir probieren? Mutig. Gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich prominent getrennt gewinnen möchte und Fabio gehört ja nun mal als Team dazu. Ich habe Lust, wieder im Fernsehen zu kommen und let's go. Hi, ich bin Kate. Ja, mein Name ist Jakob Melan-Jaretzky. Und ich bin bei prominent getrennt dabei, weil ich es als letzte Chance sehe, mal wieder vernünftig mit meinem Mann zu sprechen. Okay, die letzte Chance, also da klingt jetzt so ein bisschen so raus, als wäre dann Comeback vielleicht gar nicht mal so ausgeschlossen. Da gab es ja auch mal Statements, habe ich natürlich auch drauf reagiert, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich glaube, bei denen kam das auch ziemlich knapp, bevor man irgendwie mitbekommen hat, dass sie da dabei sind. Also da gab es auch so das Gerücht, dass es vielleicht extra war. Ich glaube, er hatte aber mal ein Statement dazu gemacht und meinte, dass es nicht so ist. Aber es klang jetzt von ihr ja fast schon so. Also die haben ja, das ist ja wirklich krass, ne? Ich weiß gar nicht, man, hier, ne? Hier müsste das eigentlich sein, oder? Ich glaube schon, das sieht ein bisschen so aus. Auf jeden Fall haben die ja auch wirklich so Partner-Tattoos mit dem Gesicht von dem anderen. Die sind noch da, die wurden noch nicht entfernt. Also, ja, da halten wir fest, ein Comeback ist ja nicht ausgeschlossen. Ich bin hier bei Prominent getrennt, weil es mit meiner Ex-Partnerin Kate noch einiges zu klären gibt. Wenn man mich googelt, findet man sehr viel Stress, Chaos, Drama und Katie Time. Ey, ich wollte es schon fast sagen, das war so klar, dass Katie Time kommen muss. Ein Artikel über eine Streitigkeit zwischen Kate und mir. Ja, die Gründe, warum wir uns getrennt haben, sind einfach ständiger Streit, Streit und nochmal Streit. Das klingt harmonisch. Emotionalität, dieses Überreagieren bei den kleinsten Dingen. Unsere Taktik ist, tja, wenn ich die wüsste, ich habe ja nicht mit ihm gesprochen, also kann ich auch keine Taktik haben für uns. Taktik ist schwer, ne? Wir haben uns seit der Trennung nicht mehr gehört. Unsere Stärken sind auf jeden Fall, dass wir beide sehr ehrgeizig sind und sehr
zielstrebig sind. Also wir sind beide so Kämpfer, wir wollen beide gewinnen und wir geben auch beide 100%. Schwächen sind bei uns auf jeden Fall, also bei mir auf jeden Fall, dass ich unsportlich bin. Ich bin sehr unsportlich und kann mich immer nicht so lange konzentrieren auf eine Sache. Das ist bei mir eher so das Problem. Ich kann mir ja vorstellen, dass es vielleicht an der einen oder anderen Ecke die Kommunikation sein wird, aber da werde ich dann als Mentalcoach gefragt sein und hoffe, dass ich das dann in die richtige Bahn lenken kann, ja. Drei Eigenschaften, die ich sehr geschätzt habe, sind, dass er sehr liebevoll war, sehr zuverlässig und sehr nähebedürftig. Liebevoll, hilfsbereit und loyal. Wir wollen prominent getrennt gewinnen, indem wir endlich mal zusammenhalten, als Team funktionieren und nicht versagen, so wie in der Vergangenheit. Also ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, warum ich gerne gewinnen möchte. Ich denke, wenn wir das Ding nach Hause holen, und das will ich, kann ich Kate damit auch mal einen Weg zeigen, den wir zu zweit gegangen sind, wo wir was geschafft haben, wo wir als Team uns einfach zusammengerauft haben, ohne dass es Stress gibt oder ohne dass der Stress und der Streit uns davon abhält. Das ist mein Wunsch. Ja, den Stress und Streit, glaube ich, den wird es da auf jeden Fall geben. Also das sagt mir mein Gefühl. Aber dann ist natürlich die Frage, ob die beiden gewinnen oder der Stress und Streit. Und damit kommen wir zu Jenny, die ich auch noch nicht kenne. Leute, ich bin die Jenny. Man kennt mich von Instagram, Jennifer-Really, von TikTok, von YouTube, von Berlin Tag und Nacht und von Kampf der Reality Stars. Auch Berlin Tag und Nacht? Okay, krass. Also früher habe ich das ja wirklich regelmäßig geguckt, beziehungsweise jeden Tag. Aber ich habe das mittlerweile schon seit, ich glaube wahrscheinlich locker irgendwie 2 Jahren oder so habe ich es, glaube ich, nicht mehr angeschaut. Dürfte hinkommen. Irgendwie kommt sie mir so bekannt vor, deswegen überlege ich die ganze Zeit, aber so vom Namen und so, ich weiß nicht, wen spielt sie denn bei Berlin Tag und Nacht? Kann das mal jemand kommentieren? Am Ende irgendeine Person, die auch schon vor 2 Jahren dabei war. Das weiß ich jetzt nicht. Also wenn das jemand von euch weiß, gerne mal kommentieren. Mein Name ist Matthias Höhn, ich bin 26 Jahre alt, hauptberuflich Influencer, TikToker, Schauspieler, Drehbuchautor, alles was irgendwie dazugehört. Und mich kennt man von, ich habe mal vor einigen Jahren bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt. Für auch Jahre. Wieder. Boah, wenn man mich googelt, da kommt glaube ich, ja, viel aus dem letzten Format, aber auch viel mit meinem Ex jetzt und ja. Trennung von Jennifer Reilly. Boah, das hat so viele Gründe. Hauptgrund war, dass wir uns mit der Zeit einfach auseinandergelebt haben. Und Ursprung fürs Auseinanderleben unter anderem war, dass ich ihr am Anfang unserer Beziehung gegangen bin. Okay, krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber am Anfang der Beziehung, nicht am Ende. Das muss ich sagen, hat mich fast sogar noch mehr gewundert. Wurde ich küssen. Ich habe an meinem Ex geschätzt, dass er sehr lustig ist. Er ist ein guter Papa für unseren Sohn. Und er kann auch ganz nett sein. Ja, da sind auf jeden Fall schon so leichte Parallelen zu Mark Robin. Ja, in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, die beiden, die werden sich verstehen. Aber ich weiß gar nicht, er kommt ja auch irgendwie bekannt vor, aber hatte er mal andere Haare gehabt oder hatte er die Tattoos auch nicht schon immer? Boah, da will ich jetzt kurz über 3 Sachen. Also 3 Eigenschaften, die ich an Jenny auf jeden Fall sehr geschätzt habe, ist, dass sie loyal ist, sehr loyal sogar. Dann ist sie natürlich auch noch die beste Mama für Milan, die man sich vorstellen kann und sie ist sehr großzügig. Also unsere Stärken als Team sind, wir sind glaube ich zusammen unfassbar sympathisch und wir halten zusammen, wenn es hart auf hart kommt. Vor allem jetzt bei prominent getrennt halten wir auf jeden Fall zusammen. Und unsere Schwächen. Ja, ich würde sagen, das bleibt mal abzuwarten. Ja, wir können beide, glaube ich, sehr schnell auch an die Decke gehen. Boah, ich würde sagen, wir haben keine Schwächen jetzt hier. Für das Format haben wir keine Schwächen, weil wir gewinnen das Ding und deswegen haben wir einfach jetzt nur Stärken mal. Ach, man geht da, wenn man eine Taktik bringt nichts, da geht sowieso dann alles nach hinten los, wenn man dann da drin ist. Von daher brauchen wir keine Taktik, wir sind einfach wir und damit gewinnen wir. So kommt man am weitesten, wenn man einfach so ist, wie man eben ist. Wir werden prominent getrennt gewinnen, indem wir als Team zusammenhalten werden. Ich meine, wir sind ja Eltern, das heißt, wir müssen ja so oder so zusammenhalten. Und indem wir uns nicht streiten.
Hey Peace Leute, was geht ab? Mein Name ist Giuliano Fernandes. Mich kennt man aus der ein oder anderen Trash-Show oder von Mallorca, vom Ballermann. Also wenn du mich jetzt googeln würdest, würde wahrscheinlich irgendwas mit Ex von Politiker, Enkel Stoltenberg, was auch immer kommen oder irgendwas mit Temptation Island VIP. Jetzt bin ich hier, prominent getrennt. Sandra und ich haben uns getrennt aus folgendem Grund. Der Grund ist, dass ich es tatsächlich nicht weiß. Also ich kann nur spekulieren. Ich wurde tatsächlich einfach blockiert und sozusagen geghostet. Ach krass, ey, das wusste ich jetzt selber noch nicht. War. Also die beiden natürlich bei Temptation, ne, das hat man, oder hat, also ich denke mal, wahrscheinlich jeder angeschaut. Aber waren die nach Temptation doch noch zusammen, ne? Ja klar, waren die noch. Da gab es zwar auch so ein paar komische Sachen, irgendwas, was sie nicht wusste von ihm und so, aber die waren danach noch zusammen und dann irgendwann später haben die sich getrennt, aber ich glaube, ich habe nur mitbekommen, dass die sich getrennt haben, aber auch nicht warum. Aber ich meine, dann weiß ich genauso viel wie er, ja? Also, das kann natürlich auch interessant werden. Da gibt es vielleicht dann nochmal eine Aussprache. Boah, wie kurz muss ich das fassen? Okay, also Gerald und ich haben uns getrennt, weil wir halt immer Streit hatten. Also Hauptproblem eigentlich seine Lügen immer. Und ja, wenn es halt nicht vorwärts geht, dann geht's rückwärts. Ja. An Sandra habe ich auf jeden Fall sehr geschätzt. Sie war sehr hilfsbereit, sehr zielstrebig und ja, sehr schön. Oh nein, ey, ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, wann kommt mal bei irgendjemandem dann irgendwas, was gar nicht so eine Eigenschaft vom Charakter ist, sondern einfach sowas wie, ja, sie war hübsch. So, ja, danke schön, dass du so schön bist, ne? Danke dafür. Geile Eigenschaft. Drei Eigenschaften, die ich an ihm geschätzt habe. Dass er sehr ehrgeizig ist, auf jeden Fall. Meine Schwächen sind tatsächlich, ich bin zu ehrgeizig, dann gehe ich manchmal komplett durch die Decke und verliere mich auch so in meinem Kopf und meinen Gedanken. Schwäche wird allerdings sein, dass ich nicht denke, dass er irgendwas hinkriegt. Also das klingt voll böse, aber ich bin sehr perfektionistisch und ich mache gerne alles selbst. Das heißt, ich kann schlecht ihn irgendwas machen lassen. Ich glaube, das wird... Da kann er leider nicht mithalten, ne? Muss man sagen, sind natürlich sehr gute Voraussetzungen für eine Show, in der man auch zusammen Challenges umsetzen muss, ja? Perfekt. Ganz anstrengend. Meine Taktik ist auf jeden Fall durchbeißen, sehr zielstrebig das Ganze gewinnen mit Kopf und Taktik und Herz. Also ich denke, prominent getrennt könnten wir gewinnen, indem ich ihn vielleicht was machen lasse oder indem ich ihn einfach nichts machen lasse, weil dann bin ich sicher, dass es was wird. Krass, ich glaube, die ist wirklich gar nicht gut auf ihn zu sprechen, ne? Ey, krass. Bei denen hätte ich gar nicht gedacht, dass das so... Also ich finde jetzt schon hiernach irgendwie... Bin ich schon gespannt bei denen, ne? Hätte ich jetzt vorher, bevor ich das jetzt angeschaut habe, gar nicht so gedacht. Also ich weiß definitiv, dass wir es gewinnen werden. Die Frage ist nur, ob wir es im Guten oder im Schlechten gewinnen werden. Aber wir werden es auf jeden Fall gewinnen. Ja, ich bin der Gustav, bin bekannt von der Bachelorette und Bachelor in Paradise, wo ich mit der Carina zusammen rausgegangen bin und ich habe noch einiges mit ihr zu klären. Also ganz kurz dazu, ich wusste gar nicht, dass er jetzt auch schon in anderen oder beide dann schon in anderen Formaten waren. Ich habe ja auch bis vor letzte Staffel Bachelor in Paradise, habe ich ja das noch nicht angeschaut und auch Bachelorette habe ich auch noch nicht angeguckt gehabt. Deswegen, ja, wundert euch nicht. Ihr kanntet die wahrscheinlich dann schon, ich bisher aber noch nicht. Deswegen bin ich bei Prominent getrennt dabei. Ich bin Carina und man kennt mich vom Bachelor oder Bachelor in Paradise und ich bin jetzt bei Prominent getrennt dabei, weil ja, ich anscheinend prominent bin und getrennt. Ja, wir haben uns getrennt, weil ich eigentlich nicht so eifersüchtig wäre, sie aber glaube ich noch nicht bereit ist für die große Liebe und ich glaube, sie muss noch ein bisschen umbildern. Ich glaube, es gab am Ende so viele Gründe, warum wir uns getrennt haben. Mehr Gründe, sich zu trennen, als tatsächlich zusammen zu bleiben. Der größte Grund war tatsächlich das Thema Eifersucht. An meinen Ex mochte ich besonders, dass er sehr aufmerksam ist, familiär und auch humorvoll. Die Carina hat einen geilen Style, das hat mir gefallen. Sie konnte gut kochen und sie hat mich oft zum Lachen gebracht. Oh Mann, ey. Ich weiß, ich finde das immer so lustig, wenn dann solche Eigenschaften kommen. So, wisst ihr, sie hatte einen geilen Style, konnte gut kochen. Was hätte man noch raushauen können? Das klingt so macho-mäßig einfach. Das passt irgendwie gar nicht. Er wirkt gar nicht so macho-mäßig. Ich würde von uns beiden sagen, dass wir sehr, sehr ehrgeizige Menschen sind und auch sehr kommunikativ.
Ich glaube, das ist ein Vorteil bei den Spielen. Und unsere Schwächen, wir sind vielleicht ungeduldig und laut und impulsiv. Okay, laut hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich wollte jetzt sogar am Ende sagen, ich glaube, bei den beiden wird es wahrscheinlich eher weniger Stress geben, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ja, mehr als, dass wir uns am Dienstag sehen, kann ich eigentlich auch nicht mehr dazu sagen. Das war's mit den Vorstellungen. Irgendwie glaube ich, die Vorstellung ging jetzt sogar richtig lange, ne? Also mir kam es gar nicht so vor. Ich hoffe euch auch nicht. Aber die Aufnahme geht auf jeden Fall über eine halbe Stunde schon. Deswegen würde ich sagen, Freunde, ist auf jeden Fall Zeit, das Ganze zu beenden. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf die Staffel. Und ich glaube, die wird auch geil. Und ja, da wird bestimmt einiges Lustiges dabei sein. Deswegen schaltet auf jeden Fall morgen ein zu der ersten Folge von Prominent getrennt. Übrigens, nächste Woche geht es dann los mit Bachelor. Also da kommen natürlich auch Reactions dazu und schon ganz viele andere Formate auch. Schaut gerne mal auf dem Kanal vorbei. Wir sehen uns morgen wieder. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin, Freunde. Ciao.